Als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe, ist mir sofort Darth Vader' schwarzes Kostüm aufgefallen. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Warum ist das Kostüm gerade schwarz? Warum nicht zum Beispiel eine andere Farbe wie Grau? Mit der Farbe Grau verbinde ich eine gewisse Eleganz, Technik, Neutralität. Und im Raum steht sie im Hintergrund und sticht nicht so hervor. Das sind Eigenschaften, die für mich nicht oft auf Darth Vader zustimmen. Darth Vader ist ein Charakter, der für den Tod steht, für die Furcht. Der für die Dunkelheit steht, aber auch für ein gewisses Ansehen. Und diese Eigenschaften werden am besten mit der Farbe schwarz beschrieben. Apropos den Helm, den wir gerade sehen, der wurde nicht vom Originalschauspieler getragen, sondern von einem sogenannten Lichtdubel. Ein Lichtdouble ist eine Person, die vom Regisseur eingesetzt wird und nach der wird dann im Voraus schon mal Licht- und Kameraeinstellung ausprobiert. Dies hat den Vorteil, dass dies später einfacher ist und in der Produktion billiger. Wenn ihr mal auf der rechten Seite schaut, dann fällt euch vielleicht ein Storyboard auf. Auf dem Storyboard wurde schon im Voraus die Farben der Lichtwerter, den Charakteren zugeordnet. Darth Vader hat ein rotes Lichtwert und Luke Skywalker hat ein blaues Lichtwert. Und der Regisseur hat sich wahrscheinlich dabei gedacht, Darth Vader ein rotes Lichtwert zu geben, weil die Farbe Rot eine Signalfarbe ist, die für Gefahr steht. Und Darth Vader ist ein Charakter, der sehr gefährlich ist. Jetzt will ich noch kurz was zum Licht erzählen. Während dem Film ist uns aufgefallen, dass sich die Farben der Lichtwerte im Helm überhaupt nicht wiedergespiegelt haben. Und da haben wir mal die Idee gehabt, zwei Lichttechniker einzuladen. Und da haben wir gemeinsam den Helm ausgeleuchtet und da mit dem Licht ein bisschen herumexperimentiert. Und da hat sich tatsächlich die Farben der Lichtwerte im Helm gespiegelt. Also wenn ihr das nächste Mal zufällig da was schaut, dann achtet mal drauf. Vielleicht fällt euch da selber auf.